Jahresabschluss für den SV Waldhof Mannheim gegen 1860 München beginnt dieselbe Startelf wie zuletzt beim 3-0-Erfolg gegen Aue. 7 Minuten sind gespielt, Mannheim in Blau-Schwarz macht als erstes Tempo. Mit Laurent Jans, der Luxemburger, traut sich was zu. Arase zurück zu Jans, Richter muss ran. Dann Starke, leichtfertig, Karls. Mutiger Beginn des SV Waldhof, erst der Powerlauf von Jans. Arase tunnelt dann Glück, Richter verhindert die Führung für die Gastgeber. Bis zur ersten Chance für die Gäste dauert es knapp 20 Minuten und sie wird eingeleitet durch einen Fehlpass von Karls. Verlat bedient blitzschnell Lakenmacher. Die Torflaute geht weiter. Das Team von Interimstrainer Frank Schmöller hat seit dem 11.11. kein Tor mehr geschossen in der dritten Liga. Es ist ein offenes Spiel zwischen zwei Teams, die in der Hinrunde deutlich hinter den eigenen Ambitionen blieben. Okpala leitet weiter auf Guras. Der gegen Verlat und gegen Richter. Minos Guras, hochveranlagt, steht erst bei einem Saisontor. Am ersten Spieltag der Saison gewannen die Löwen mit 2:0 gegen Mannheim. Ein knappes halbes Jahr später wollen beide unbedingt raus aus dem unteren Tabellendrittel. Das ist Ludewig. Der findet Starke, völlig vergessen von der Waldhofabwehr, kann er den Ball nicht ordentlich platzieren. 1860 wird stärker. Er spielt sich mehr Torchancen. Nach der Ecke landet der Ball bei Greilinger. Der schaut, der flankt. Der Starke macht ihn wieder nicht. Zweimal Manfred Starke, völlig frei. Zweimal muss sich Havriluk nicht sonderlich strecken. Eine knappe halbe Stunde ist rum. Die Münchner sind nun deutlich offensivfreudiger als die Kurpfälzer. Guttau, perfekt getimter Pass auf Renizi. Die Chancen sind da, aber erneut steht Lucien Havriluk dem Torerfolg im Weg. Der Keeper hält Mannheim in dieser Phase im Spiel. 34. Minute. Okpala bekommt den Ball nicht weg, Verlat setzt nach. Dann Glück. Vrenetzi und da ist wieder Verlat und nochmal Verlat. Wieder findet der Ball nicht den Weg ins Netz. Die Torlosserie geht erstmal weiter, weil Havriluk zweimal herausragend reagiert gegen den Ex-Mannheimer. 0-0 zur Pause für Schmöller zum Haare raufen. Die zweite Hälfte, München bleibt am Drücker. Mit Manfred Starke. Sehr auffällig, vor allem offensiv. Nimmt Schröter mit. Morris Schröter. Das Team von Rüdiger Rehm darf sich weiter bei Lucien Havriluk bedanken, dass es noch 0-0 steht. Kurz danach wieder Starke. Und wieder Morris Schröter. Jans mit dem Arm am Ball und da hat der Mannheimer Glück. Der Arm geht leicht raus, das reicht so manchem Schiedsrichter für einen Elfmeter. Statt Strafstoß für 1860 gibt es nach einer guten Stunde diesen Angriff von Waldhof Mannheim. Jans Richtung Okpala und jetzt zeigt Schiedsrichter Konrad Oldhafer auf den Punkt. Kennedy Okpala feiert die Entscheidung, Frank Schmöller kann es nicht fassen. Und ich muss sagen, ich blicke kaum mehr durch. Der Arm von Ludewig ist zwar abgespreizt, aber nicht als Abwehraktion, sondern um die Balance im Rückwärtsspringen zu halten. Er bekommt den Ball von hinten an den Arm. Eine sehr harte Entscheidung, auch mit Blick auf die Szene davor. Und dann wird es wild. Im Auswärtsblock wird kräftig gezündelt. Das ist auch mit dem Wort Stimmung nicht mehr zu rechtfertigen. Es knallt und raucht genau dort, wo eigentlich der Strafstoß ausgeführt werden soll, sodass dem Unparteiischen keine andere Wahl bleibt, als das Spiel zu unterbrechen. Die Teams müssen zur Seitenlinie. Erst 5 Minuten nach dem Elfmeterpfiff kann Bentley Baxter Bahn zur Tat schreiten. Bahn gegen Richter. Bahn zittert ihn rein, Führung Waldhof Mannheim. Bentley Baxter Bahn am Wochenende der Mann des Spiels mit einem Doppelpack gegen Aue schlägt schon wieder zu. Der Elfer ist nicht optimal geschossen, Richter ist dran, aber am Ende doch geschlagen. 1860 hat die dicken Chancen, der SV Waldhof macht das Tor, knappe Viertelstunde noch. Freistoß Guttau. Und wieder hat Starke so viel Platz.
Den bekommt Mannheim nie in den Griff, aber Starke macht nichts aus seinen Freiheiten. Zugegeben, der Ball ist nicht einfach zu verarbeiten. Die Waldhof-Fans sehnen sich den zweiten Sieg binnen weniger Tage herbei. 1860 drängt auf den Ausgleich. Schröter. Und immer wieder Starke. Starke. Auf Glück gibt's nicht. Die Löwen kämpfen, sie beißen, aber sie schießen einfach keine Tore. Durch die Unterbrechung rund um die Elfmeterszene gibt es 8 Minuten obendrauf. Die Nachspielzeit läuft. Jonas Karls. Der hat noch ein paar Tropfen Sprit im Tank. Hawkins ist mit dabei. Aber was macht Karls? Er kann sich für nicht so richtig entscheiden. Dann ist die Riesenchance zur Entscheidung dahin. Und so bleiben noch ein paar Sekunden auf der Uhr. 1860 mit einem letzten Anlauf. Guttau. Bedient Suleimani. Valmir Suleimani. Wie Jesper Verlat, ein Ex-Mannheimer, vergibt die letzte Chance des Spiels. Waldhof Mannheim feiert einen glücklichen Arbeitssieg gegen starke, aber ineffiziente Münchner.